Wir danken dem Landesverband für viele innovative, kreative Konzepte. Stichwort Umweltbildung besonderer Art. Herr Staatssekretär, Sie haben darauf hingewiesen, Nationalparkhäuser. Eine ganz große Herausforderung und Leistung. Im Übrigen auch entwickelt gemeinsame Konzepte im Bereich des Wattenmeers mit dem WWF. Wir haben ein modellhaftes Projekt, Herr Minister Lindemann, im Bereich Verknüpfung Landwirtschaft, Naturschutz. Und zwar nicht nur einer intelligenten, besonderen Form der Landwirtschaft, sondern auch Stichwort Nutzung entsprechender Grünlanderträge über eine Biogasanlage, und zwar so, dass darunter die Landschaft nicht leidet und dass nicht am Ende Tausende von Hektar Mais übrig bleiben. Es geht anders. Wir können anders integrieren Naturschutzziele und energetische Ziele, wenn wir endlich auch eingefahrene Gleise verlassen. Und ein solches Projekt hat der Landesverband Niedersachsen auf den Weg gebracht. Oder das Diepholzer Moor seit 40 Jahren in der besonderen Verantwortung des Landesverbandes. Herr Dr. Löhner ist bereits schon genannt worden, Herr Friedhelm Niemeyer, einer der ersten hauptamtlichen Projektmanager, die es überhaupt in einem Naturschutzprojekt in Deutschland gegeben hat. 1983 angestellt, inzwischen 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Projekt, weil es am Anfang auf sehr viel Ressentiment gestoßen ist, nach dem Motto, jetzt kommen auch noch die Naturschützer und was passiert mit uns, Bevölkerung? Ich glaube, heute erleben wir genau das Gegenteil. Bis hin zu einem gewaltigen Projekt, Renate Backhaus hat es angesprochen, weil es auch mit nicht unwichtiger Hilfe des Bundesverbandes, sei es so nebenbei gesagt, denn Ihr Geschäftsführer ist ja sehr innovativ im Anfordern entsprechender Bundesgelder. Wir wissen manchmal gar nicht, was wir eigentlich alles haben sollen. Er weiß es schon. Aber das ist das Präglänzen und ich kann die Begeisterung von Renate Backhaus nur unterstützen. Es ist ein Kleinod besonderer Art und es sollte eigentlich keinen Naturschützer geben in Deutschland, der nicht mindestens einmal hier war.